Eine Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge gegen Kampfflugzeuglieferungen an die Ukraine. 64% der Befragten lehnen deutsche Lieferungen ab. Das geht hervor aus einer Umfrage von Infratest DIMAP für die ARD. Nur 28% sind dafür. Verschiedene westliche Länder haben ja angekündigt, Kampfflugzeuge des amerikanischen Typs F-16 an die Ukraine liefern zu wollen. Von Deutschland hätte die Ukraine gern Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter. Bundeskanzler Scholz reagierte darauf bislang aber sehr zurückhaltend. Bei den Ermittlungen zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines hat es eine Razzia in Frankfurt an der Oder gegeben. Dabei durchsuchten Ermittler die Wohnung einer Frau. Sie soll die ehemalige Lebensgefährtin eines Ukrainers sein, der mittlerweile unter Tatverdacht steht, am Anschlag auf die Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten sollen Berichten zufolge eine DNA-Probe des gemeinsamen Kindes genommen haben, um diese mit einer auf der Segeljacht Andromeda gefundenen DNA-Spur zu vergleichen. Von dieser Yacht aus soll der Anschlag auf die Pipelines im September 2022 verübt worden sein. Aus Kiew werden unterdessen erneut russische Luftangriffe gemeldet. Bürgermeister Klitschko berichtet von Explosionen in der Stadt. Die Luftabwehr funktioniere, ergänzte er. Die Bewohner Kiews suchten Schutz in U-Bahn-Schächten. Mit Zelten und mit Decken verbrachten sie dort die Nacht. Die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt wurden im Mai deutlich verstärkt. Zuletzt waren dabei mindestens 3 Menschen getötet worden. Wir schauen zu Christoph Wanner nach Moskau. Christoph, es hat wieder Kämpfe in der Nähe einer russischen Grenzstadt gegeben. Was ist da wo genau passiert? Also es handelt sich da vor allem um das Grenzgebiet zwischen Belgorod und der Ukraine, also der russischen Provinz Belgorod. Und da gibt es diese Stadt Schebekina, die eben seit Tagen stark in Mitleidenschaft gezogen wird durch ukrainische Angriffe. Es gibt da auch viele Verletzte, immer wieder wohl auch Tote bei Gefechten, großen Sachschaden. Und die Ukrainer greifen da nach russischen Angaben eben auch mit Mehrfachraketenwerfern an. Also vor allem wohl vom Typ Grad, das ist ein sowjetischer Mehrfachraketenwerfer. Und da gab es wohl gestern auch wieder den Versuch von ukrainischer Seite, eine kleinere Invasion zu wagen auf russisches Kernland. Also das heißt, die Grenze zu übertreten mit Sabotagetrupps, entweder Kommandoeinheiten oder vielleicht sogar ganzen Kompanien. Da haben wir keine genauen Angaben darüber. Und involviert scheinen da zu sein auch Putin-Gegner. Das könnte sich dabei um Russen handeln, die auf der Seite der Ukrainer kämpfen, wie zum Beispiel diese Legion Freiheit Russlands oder das russische Freiwilligenkorps. Diese beiden Truppen, die kennen wir von der Vergangenheit, von eben Angriffen auf russisches Kernland. Und da gab es eben sehr viel Aufregung jetzt hier auch in Russland diesbezüglich. Und da hat sich dann auch Medvedev zu Wort gemeldet, der ehemalige russische Präsident und heutige stellvertretende Chef des Sicherheitsrates hier, und hat wieder einmal extrem markige Worte gefunden. Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Wir müssen dieses Wespennest zerstören. Es gilt, das Kiewer Regime zu zerstören, denn davon wird für uns immer eine Gefahr ausgehen. Wenn wir nicht handeln, müssen wir zukünftig dauernd solche Militärspezialoperationen durchführen. Daran habe ich keinen Zweifel. Wie Medvedev jetzt, wie er sagt, das Regime in Kiew zerstören will, das hat er nicht näher ausgeführt. Ich denke, dass die russische Taktik zurzeit auf einen Abnutzungs-Erschöpfungskrieg hinausläuft, darauf abzielt, eben den längeren Atem zu haben. Das könnte so die Strategie sein von Dmitri Medvedev und seinem Chef Wladimir Putin. Aber wie gesagt, genaueres wissen auch wir hier in Moskau als Reporter nicht. Christoph, es gibt aktuell Streit zwischen dem Chef der Wagner-Söldner Prigozhin auf der einen Seite, dem Tschetschenen-Anführer Kadyrov auf der anderen. Die Clans attackieren sich quasi gegenseitig und Wladimir Putin schaut, zumindest hat es den Anschein, zu. Was steckt dahinter? Ist das Kalkül?
Also ich denke, ja, das ist absolut Kalkül. Vielleicht noch kurz etwas dazu, was da vorgefallen ist. Also der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigozhin, ist ja jemand, der sehr impulsiv ist, sich auch gerne despektierlich über Leute äußert. Und da hat er jetzt gesagt, dass er eigentlich gar nicht so genau wisse, was da Kadyrovs Truppen in der Ukraine tun. Da gibt es dieses Bataillon Ahmad, benannt nach Kadyrovs Vater Ahmad Khatchi. Der war der erste Tschetschenien-Präsident, ist dann bei einem Anschlag ums Leben gekommen 2004. Sein Sohn Ramzan hat übernommen und dieses Bataillon ist jetzt eben nach dem Vater benannt und ist dann also für Kadyrov auch etwas besonders Heiliges, wenn man so will. Und da hat eben Prigozhin gesagt, dass er gar nicht weiß, was die da eigentlich tun. Und das hat Kadyrov als Affront betrachtet und hat dann sozusagen seine Sekundanten in dieses Duell, in dieses Verbalduell geschickt und die haben dann Prigozhin angefangen zu duzen. Er heißt ja Jewgeni, aber auf Russisch ist dann so diese Kurzform Genia und haben dann gesagt, was er sich überhaupt einbildet, was er immer schwätzt und er soll sich doch mal daran erinnern, wo er überhaupt seine Truppen her hat und soll nicht laufend kritisieren, man müsse Putin die Treue halten. Also solche Verbalattacken sind da gelaufen und dann hat dann auch Prigozhin seinen engsten Mann nach vorne geschickt. Das ist dann Dmitri Utkin mit dem Kampfnamen Wagner. Nach ihm ist auch die Söldnertruppe benannt. Und der hat dann gesagt, was sollen hier diese plumpen Vertraulichkeiten? Was duzt ihr hier, Jewgeni Viktorowitsch, Prigozhin? Und dann hat Utkin auch gesagt, man könne sich gerne treffen und das Ganze dann in einem Vier-Augen-Gespräch ausmachen. Man kenne sich ja noch aus den Tschetschenienkriegen, so Utkin. Utkin war früher ein Militär, er war beim Militärgeheimdienst GRU, Oberstleutnant, Spezialeinheit, hat wohl auch in den ersten beiden Tschetschenienkriegen gekämpft und die Leute von Kadyrov waren damals auf der anderen Seite. Wir erinnern uns die Kriege 1994 bis 96, 1999 bis 2003. Das waren im Prinzip Abspaltungsversuche der Tschetschenien, die missglückt sind. Also man sieht schon, wie wenig grün sich da die Clans sind und Putin schaut zu und das Kalkül ist sicherlich, dass Putin keinen dieser Clans zu mächtig wissen will. Sie feinden sich gegenseitig an, beginnen sich gegenseitig die Augen auszukratzen und es ist dann im Endeffekt so, dass jeder dieser Clans verstehen soll, dass er nicht unantastbar ist, dass nur eines zählt, Leistung und so guckt Putin da eben als Schiedsrichter zu und das tut er eben auch seit Jahren. Immer wieder spielt er die unterschiedlichen Gruppierungen gegeneinander aus. Christoph, danke schön nach Moskau. Wie viele Soldaten sind bislang im russischen Angriffskrieg in der Ukraine getötet worden? Die Zahlen gehen weit auseinander. Die einen sprechen von 80.000, andere von bis zu 220.000 und Tausende gelten als vermisst. Es gibt eine ukrainische Spezialeinheit, die geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Gefundene Uniformreste, Knochen, militärische Ausrüstung, diese Dinge. Knochenjäger nennt man sie. Und unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf war mit ihnen unterwegs. Sie sichern, wenn man so will, einen Tatort. Beweisstücke werden gesucht, gefunden und markiert, Fundstellen fotografiert. Das Gewehr eines Soldaten, sein Helm. Ein Anwohner hatte die Spezialeinheit informiert. Die Männer nennen sich selbst die Knochenjäger. Und sehr schnell werden sie fündig. Sie entdecken menschliche Überreste. Der Körper des Soldaten muss regelrecht zerfetzt worden sein. Hier habe ich schon ein gutes Dutzend Knochenfragmente entdeckt. Ich mache das vorsichtig mit dem Messer, um nichts zu beschädigen. Teilweise stecken sie tief in der Erde und ich überprüfe das jetzt Zentimeter für Zentimeter. Im September vergangenen Jahres hatte es an dieser Stelle intensive Kämpfe zwischen Russen und Ukrainern gegeben. Auch per Drohne sucht das siebenköpfige Team den Bereich ab, einer von vielen Einsatzorten. Seit Kriegsbeginn haben die Männer bereits die sterblichen Überreste von mehr als 1000 Menschen geborgen, berichtet der Chef der Truppe Oleksiy Yukov. Und jeder einzelne Knochen ist wichtig. Wir versuchen, die Seelen der Getöteten zu sammeln. Alles, was zu ihnen gehört hat, auch die Dinge, die sie im Moment des Todes dabei hatten. Für die Angehörigen, für ihre Familien ist das von größter Bedeutung. Nicht nur nach ukrainischen, sondern auch nach russischen Gefallenen suchen die Spezialisten. Die Knochen werden anschließend obduziert.
Schwierig und zeitintensiv ist die Arbeit. Und für die Männer ist es unmöglich auszublenden, dass die Knochen, die sie jetzt hier finden, einem Menschen gehören, der vor wenigen Monaten noch gelebt hat. Morgen, sagen sie uns, werden sie wieder im Einsatz sein. Ein von einer Granate getroffenes Militärfahrzeug. Leichenteile sollen noch im Wagen sein. Nach dem Dresdner Urteil gegen die Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten hat die Stadt Leipzig eine für morgen geplante Protestdemonstration verboten. Die linksradikale Szene hat zur Teilnahme an einem großen Tag X in Leipzig aufgerufen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen würde die öffentliche Sicherheit durch die Versammlungen gefährdet, heißt es nun zur Begründung des Verbots. Die Polizei befürchtet allerdings trotz dieses Verbotes Demonstrationen und auch gewalttätige Ausschreitungen. Kampf der Klassenjustiz oder auch Krieg den deutschen Zuständen. Offiziell ist es eine Demo zum Weltkindertag. Doch es hat den Anschein, als läuft sich hier die Szene warm. Gestern in Leipzig schreitet die Polizei ein. Die Organisatorin ist empört. Die Sicherheitsbehörden haben offensichtlich nicht gecheckt, um was es bei dieser Demonstration geht, nämlich um die Interessen von Kindern und Jugendlichen, und haben diese Demonstration sehr repressiv begleitet mit einem massiven Polizeiaufgebot, mit Schikanen. Das war ziemlich unerträglich. Der Tag X für den morgigen Samstag mobilisieren Linke und Autonome deutschlandweit zur Demo nach Leipzig, dem Wohnort der noch nicht rechtskräftig verurteilten mutmaßlichen Schlägerin Lina E. Die Linksradikale soll mit einem Schlägertrupp Jagd auf Rechte gemacht haben. Gleichzeitig findet das Stadtfest mit zehntausenden Besuchern statt. Die Demo der Autonomen ist deshalb verboten worden. Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kann alleinig ein Versammlungsverbot als geeignete Maßnahme zur Verhinderung eines unfriedlichen Versammlungsverlaufs gesehen werden, steht in einer Information des Ordnungsamtes. Dass sich die Autonomen allerdings davon abhalten lassen, glaubt selbst die Polizei nicht. Das ganze Wochenende wird von einer hohen Dynamik geprägt sein. Die Möglichkeit, dass man in eine Polizeikontrolle gerät, ist da. 12 Bundesländer haben inzwischen Kräfte geschickt, die Bundespolizei unterstützt. Vollgeschmierte und plakatierte Wände. Viele wollen sich nicht zu den angekündigten Krawallen äußern, haben Angst vor Schlägern aus der Szene. Nur wenige trauen sich aus der Reserve. Ich werde zu Hause in meinem Wohnumfeld bleiben und hoffen, dass die Menschen vernünftig sind. Also zum Beispiel in unserem Hinterhof wurden auch schon Mülltonnen einfach entwendet, auf die Straße gestellt und angezündet, als es Randale gab. Und deswegen haben die meisten Anwohner hier überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Leipzig an diesem Wochenende, eine Stadt in geiselhaft linker Chaoten. Wir schauen nach Leipzig, von dort aus zugeschaltet Lutz Stordel. Lutz, also ein Verbot für die Demos. Kann das Bestand haben? Kann das überhaupt etwas bringen? Es ist erstmal so, dass das Untersagen von angekündigten Demonstrationen eine schwierige Sache ist. Die Polizei, die Stadt, die begründen es damit, dass diese Demo ja von vornherein mit dem Ziel, Gewalt auszuüben, angemeldet wurden. Also es kommen Linke oder es gibt europaweite Aufrufe, nach Leipzig zu kommen, und man bereitet sich vor. Wir sehen hier vor dem Rathaus in Leipzig Absperrgitter. Diese Absperrgitter werden im Laufe des Tages heute in Leipzig vor sämtlichen öffentlichen Einrichtungen aufgebaut. Also selbst die Polizeireviere werden geschützt, es werden Gerichte geschützt, weil man einfach damit rechnet, dass es zu Angriffen kommen kann. Das ist also wirklich eine komplexe Lage, und eigentlich hatte man in der Stadt ein bisschen gehofft, dass dieses Urteil eine Woche später fällt. Dann hätte man nicht eine so komplizierte Lage, wie sie Leipzig jetzt am Wochenende hat. Wir haben Stadtfest, da werden jeden Tag 100.000 Besucher in der Innenstadt erwartet. Es gibt ein Landespokal im sächsischen Fußball. 10.000 Besucher, 45.000 sollen zu einem Grönemeyer-Konzert kommen. Das alles an einem Tag. Und in der Nacht kommen dann noch 25.000 Leipziger aus Berlin zurück vom Pokalfinale. Wie man das alles auf die Reihe bekommen will, das ist eine extrem komplizierte Kiste. Es ist klar, es wird Personenkontrollen geben, die ohne konkreten Anlass stattfinden dürfen. Also man wird großzügig in Leipzig Autobahnabfahrten absperren, dort einzelne Fahrzeuge rausziehen. Das ist ein gewaltiger Aufwand. Die Polizei rechnet also im mittleren vierstelligen Bereich mit einer Anzahl von zum Großteil gewaltbereiten Demonstranten. Was man mit dem Verbot auf jeden Fall erreichen wird, ist sicherlich, dass die Probleme mit dem Urteil gegen Lina E. haben,
dass die an dieser Demo dann nicht teilnehmen, wenn sie eben nicht aus der gewaltbereiten Szene kommen, sondern einfach nur ihren Unmut äußern wollten. Die werden sich diesen Demonstrationszug, der dann trotzdem spontan an verschiedenen Punkten stattfinden wird, nicht anschließen. Das wäre der einzige Effekt, den ich im Moment sehe. Lutz, lass uns noch mal ein bisschen zurückschauen auf den gestrigen Abend. Auch da gab es ja vereinzelt Demonstrationen. Ja. Die Stimmung war dort wie? Ja, also ich würde es jetzt nicht als hochaggressiv bezeichnen. Das waren Demonstrationen, ja, mit 100 Teilnehmern. Das Problematische war dran, ihr habt ja die Anmelderin im O-Ton gerade gehabt in der Matz. Das ist halt eine Landtagsabgeordnete, Jule Nagel, für die linke Szene eine Kultfigur, die diese Demo selber angemeldet hatte und die dann beklagt hätte, die Berliner Beamten, die nun ihren Kultstatus nicht kannten, die wären übergriffig geworden. Die Polizei ermittelt momentan noch, was dort genau gelaufen ist. Es heißt, sie hätte sich in polizeiliche Ermittlungen eingemischt und das hätte man einfach nicht geduldet. Man sieht natürlich, dass also auch die Polizei extrem, ja, angespannt, zum Teil gereizt ist. Man will im Vorfeld offenbar klare Zeichen setzen, dass man also keinerlei Übergriffe, keinerlei Gewalt von Seiten der Demonstranten dulden will. Und dann kommt es eben zu solchen Verhaftungen wie bei ihr, also wenn sie in Handschellen dann abgeführt wird, das ist natürlich für die Szene auch wieder ein Zeichen, wo man quasi eher Anti-Polizeistimmung aufbauen kann unter denen, die sich hier am Wochenende auf die Straße bewegen wollen. Schwierige Geschichte, aber eigentlich war es gestern im Vergleich zur Nacht vorher, als sogar ein Polizeihubschrauber mit Laser geblendet wurde und dann de facto notlanden musste, war es gestern eigentlich noch ruhig. Klar, es wird aber heute weitergehen. Also diese Konzentration nur auf den Samstag, das ist, glaube ich, zu einfach, weil natürlich auch die Demonstranten sagen, na gut, wenn man uns das morgen verbietet, dann fangen wir heute an. Und das kann sich alles noch über mehrere Tage hinziehen. Also was genau hier passieren wird, ist noch ziemlich offen. Aber dass nun alles ganz friedlich abläuft, das glaubt wirklich hier in Leipzig keiner. Und du beobachtest die Situation weiter für uns. Dankeschön, Lutz, für den Moment. Im Streit um das Heizungsgesetz hat das Wirtschaftsministerium seinen Kurs verteidigt. In den Antworten auf die 77 von der FDP eingereichten Fragen wendet sich das Ressort von Minister Habeck gegen den Vorschlag, den Ausstoß des CO2 über den Preis zu steuern. Das Ministerium warnt vor der Gefahr, dass ohne Preisobergrenzen die Energiepreise sprunghaft ansteigen könnten. Die FDP will grundsätzliche Nachbesserungen an dem vom Kabinett, dem die FDP ja angehört, beschlossenen Gesetzentwurf. Dieser sieht vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit Ökoenergie betrieben wird. Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Außerdem soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben. Guten Morgen vors Kanzleramt zu Marie Droste. So, die 77 Fragen sind also beantwortet. Klingt danach, als dass man dann doch jetzt zu einer Einigung kommen wird, relativ zügig? Guten Morgen, ihr beiden ins Studio. Ja, also die Fragen sind beantwortet. Da können wir definitiv einen Haken hintermachen. Das ist ja jetzt schriftlich auch vorgelegt worden. Dienstagabend schon hat Robert Habeck das in fast 2 Stunden den Berichterstattern der Ampelfraktion für dieses Gesetz auch schon mehr oder minder vorgelesen, vorgetragen. Und nun haben wir es also auch schriftlich. Da kann man auch mal reingucken. Also diese 77 Fragen wurden natürlich versucht, so genau wie möglich zu beantworten. Auf 45 Seiten hat sich das niedergeschlagen. Der kleine Haken, den man jetzt sagen muss, und das kommen wir auf eure Frage zurück, ob das jetzt heißt, dass es wirklich zu einer Einigung kommt, das kann man abschließend nicht sagen. Also es gibt versöhnliche Töne, die wir hören. Das war gestern bei Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD, auch noch mal zu vernehmen, der das als absolut realistisch einschätzt, dass also dieser Gesetzesentwurf noch vor der Sommerpause im Parlament diskutiert wird. Ähnliche Töne kamen auch von den Grünen, nur die FDP hält sich bislang bedeckt. Und an der hängt es ja letztendlich, denn bisher hat sie ja verhindert, dass das ins Parlament in die Debatte geht. Ob das jetzt so sein wird, das muss letztendlich dann auch wirklich die FDP dann auch sagen. Denn der Zeitplan, so viel Zeit ist nicht mehr. Man rechnet mit einer Verständigung in den nächsten Tagen, denn Stichtag wäre der 13. Juni. Dann wird festgesetzt, was dann in der Sitzungswoche in der nächsten anstehenden auf die Tagesordnungen kommt. Und das heißt, bis dahin müsste man sich verständigt haben, sonst wird das definitiv nichts mehr vor der Sommerpause. Marie, danke schön.
US-Präsident Joe Biden ist erneut auf offener Bühne gestürzt. Der 80-Jährige sprach vor Absolventen einer Militärakademie im Bundesstaat Colorado. Als er die Bühne verlassen wollte, stolperte er über einen dort liegenden kleinen Sandsack und fiel auf den Boden. Sicherheitskräfte halfen ihm auf. Später hieß es aus dem Weißen Haus, dem 80-Jährigen gehe es prima. Biden ist der älteste US-Präsident im Amt und will sich im November 2024 für eine zweite vierjährige Amtszeit wählen lassen. Herausforderer Trump äußerte sich vor Anhängern mit einem süffisanten Grinsen, sagte er, er hoffe, dass sich Biden bei dem Sturz nicht verletzt habe. In Wismar setzen die Außenministerinnen und Minister des sogenannten Ostseerats heute ihre Beratungen fort. Sprechen wollen die Vertreter der Anrainerstaaten über die Bergung von Munitionsaltlasten, den Ausbau von Windkraft und über die Bedeutung des russischen Angriffs auf die Ukraine. Zum Ostseerat gehören außer Deutschland auch Norwegen, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU. Die Mitgliedschaft Russlands war 2022 ausgesetzt worden. Der russische Angriffskrieg war zuvor auch Thema beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau. Bundeskanzler Scholz sicherte der Ukraine auch nach Ende des Krieges Unterstützung zu. Was die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine auch in einer Situation nach dem Krieg betrifft, ist das etwas, was uns schon lange beschäftigt. Und da geht es in der Tat darum, wie wir möglichst wirksame Sicherheitsgarantien formulieren können, die aber anders sind, als sie jetzt gegenwärtig mit einer NATO-Mitgliedschaft zum Beispiel eines europäischen Landes verbunden wären. Und das genau zu besprechen, voranzubringen, ist eine Aufgabe, der wir uns im Übrigen schon seit dem Kriegsausbruch widmen und in intensiven Diskussionen mit anderen Freunden und Partnern sind. Und das wird uns sicherlich auch noch beschäftigen. Der höchst dekorierte lebende Kriegsveteran Australiens ist einer Gerichtsentscheidung zufolge für mehrere Kriegsverbrechen in Afghanistan verantwortlich. Der Veteran Ben Robert Smith war gegen drei australische Zeitungen wegen Verleumdung vor Gericht gezogen, die ihm die Tötung von Zivilisten und andere Verbrechen vorwarfen. Ein Richter wies die Klage jetzt ab. In der Begründung hieß es, dass die 2018 veröffentlichten Artikel im Wesentlichen wahr seien. Robert Smith habe die moralischen und rechtlichen Regeln militärischer Einsätze gebrochen und sei deshalb ein Krimineller, so der Richter. Vor allem Ostdeutschland leidet schon jetzt wieder unter extremer Trockenheit. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr breitet sich ein Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg immer weiter aus. Mittlerweile sind bereits 27 Hektar abgebrannt, eine Fläche so groß wie 40 Fußballfelder. Das Problem: bislang konnte das Feuer nur aus der Luft gelöscht werden mit Hubschraubern und Löschflugzeugen. Der Wald auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes ist extrem mit Munition belastet. 150 Jahre lang sind explosive Militärabfälle hier einfach liegen gelassen oder vergraben worden. Für die Feuerwehrleute eine große Gefahr. Heute wollen sie prüfen, ob es trotzdem möglich ist, den Brand zusätzlich auch vom Boden aus zu bekämpfen. Im Kampf um den Klassenerhalt hat sich Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart am Abend eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Die Schwaben gewannen das Hinspiel der Relegation gegen den HSV klar mit 3:0. Mavropanos köpft schon nach 45 Sekunden das 1:0. Wagnermann und Gerassi sind in der zweiten Halbzeit dann erfolgreich. Das Rückspiel findet am Montag in Hamburg statt. Ja Mensch, schön, dass Sie es einrichten konnten, Frau Pede. Wie ist denn das werte Wohlbefinden in Eckernförde? Ah, du hättest mir noch ein bisschen wärmer vorgestellt, diese 13 Grad, der Wind hier, aber guck mal, wie es, warte, ich zeig's dir und dir dann natürlich dir auch. Guck mal. Ich meine, was mecker ich, oder? Ist das nicht mega hier bei mir? Ja, ich. Die Sonne kommt auch gleich raus. Ich finde, also, es sieht super. Ein bisschen kalt aus. Aber das hat sie ja gesagt. Ne? Ja, 13 aber, wobei, Grad, Frau Pede, seitdem ich sie kenne, ist immer kalt. Ja? Also, bei 13 egal. Grad da draußen wäre mir auch kalt. Ja. Ja, das stimmt. Es ist so, ich friere auch bei 25 Grad, das stimmt. So ab 30 fühle ich mich wohl, das schaffe ich heute leider nicht, aber immerhin 28 ganz im Südwesten. Aber ich zeige Ihnen mal. Ist so, ich kann nichts dafür. Ich hätte gerne noch einen zweiten Pullover drunter, aber habe ich nicht. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, warum wir aber am Wochenende und auch heute viel Sonnenschein bekommen werden. Wir haben nämlich dieses Hoch über den britischen Inseln. Das sorgt für ganz stabiles, wirklich sehr sonniges Wetter. Sieht jetzt bei mir nicht so aus, ich zeige Ihnen gleich warum.
denn wir haben noch Luft, die sehr kalte Luft, die quasi von Skandinavien zu uns gelenkt wird. Die ist bei mir auch noch kalt, aber wenn Sie dann ganz bei Ihnen angekommen sind im Südwesten, dann ist es auch schon wirklich richtig warm bei Ihnen mit bis zu 28 Grad. Aber erstmal das Wetter und da sehen Sie ein paar dichtere Wolken entlang der Mittelgebirge. Denn es kommen Wolken reingezogen über der Ostsee und auch in der Mitte haben sie jetzt schon welche entlang der Elbe in Cuxhaven zum Beispiel. Strahlender Sonnenschein, auch Hamburg oft im Moment strahlender Sonnenschein. Südlich des Mainz sowieso schickes Wetter. Wir anderen, wir brauchen halt erst noch ein bisschen Zeit. Die Wolken ziehen weiter zu den Mittelgebirgen und dann bei uns hier oben auch strahlender Sonnenschein. Ich schätze mal, Thomas und Lena, und auch Ihnen kann ich die so gegen 9 Uhr bei mir zeigen. Nee, du hältst dich nicht dran, Sonne. Ich zeige Ihnen mal die Sonnenscheindauer für die meisten heute. In der Mitte sind es so 6 bis 10 Sonnenstunden. Da halt ein bisschen bedeckter und das hält sich auch den Tag über. Aber Sie sehen, auch ein bisschen Sonne bekommen Sie auch. Hier bei mir, nachher gleich, strahlender Sonnenschein und richtig schick. Ganz im Süden sowieso alles in Butter. Und die Temperaturen, naja gut, daran kann ich echt noch arbeiten. 17, 18 Grad bei mir, der Wind ist auch frisch hier oben in Schleswig-Holstein. 21 Grad in Hamburg, 22 in Berlin und auch in Köln. Aber bis zu 28 Grad im Südwesten. Sie in München bekommen heute 25 Grad. Und diese 28 Grad, die stehen auch am Wochenende bei Ihnen und kommen da Ihnen zugute. Im Südwesten, wir anderen, wir ackern uns ein bisschen hoch auf 22, 23 Grad. Die Sonne scheint die meiste Zeit, ganz selten mal ein paar dichtere Wolken. Ein richtig schönes, sonniges Wochenende steht uns bevor. Aber sag mal, wenn den Norddeutschen kalt ist, trinken die da nicht immer einen Grog? Versuch's doch mal damit. Wobei, naja, so kurz vor 8 in Deutschland. Ja, da vorne ist ein Hotel, ich gehe gleich mal fragen. Mach mal. Aufwärmen. Danke. Kann ich danke doch mehr starten oder nicht? Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir nach Leipzig. Das Urteil gegen die Studentin Lina E. hat ja schon zu Demonstrationen und auch Ausschreitungen geführt. Demonstrationen für Samstag, die wurden jetzt verboten. Aber ob das die Menschen aufhalten wird, bleibt zu warten. Dazu gleich. Bleiben Sie dran.